Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft im Bevos Tech Pack. Ich möchte mir heute ein paar Travel Anchors bauen und vielleicht auch einen Staff of Traveling, wenn wir das hinbekommen. Ender Crystal. Ist eigentlich egal. Ich will so wissen, wie Soulbinder, Soulvial. Fett. Ne, okay, wir brauchen nur einen Travel Anchor. Dafür brauchen wir einen Pulsating Crystal. Der ist eigentlich ganz einfach zu machen. Dafür brauche ich nur Enderperlen und Iron Ingots. Ich nehme mir mal einfach ein ganzes Stack Iron Ingots mit und Enderperlen nehme ich mir auch ein paar mit. Machen wir einfach mal zwei Stacks. So, und die hauen wir hier rein. So, zack, zack. Und dann kommt hier dieses Pulsating. Ach, eigentlich brauchen wir nur einen, ne? Cool. Ja. So. Ja, wir brauchen nämlich nur so eine Nuggets. Und die, da reicht ein, so ein Barren voll und ganz. Und Diamant brauchen wir dann noch. Eigentlich total easy, oder? So. Zack. Hau ich wieder rein hier den Scheiß. Brauche ich nämlich nicht. Travel. Achso, ich wollte ja mehrere machen. Okay. Hirn. So. Ender. Ich wollte ja gleich mehrere machen. Wie viele? Damit kann ich 16 Stück machen. So viel brauche ich nicht. Vielleicht 8. Machen mal 8. Erstmal Travel Anchors. Zack, zack. Dann machen wir 8 Travel Anchors erstmal. Ja, ich habe immer noch keine Idee, wie ich die Wände machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ne, das war's falsch. Ich würde das hier. Mann, ey. Nein, das hier wollte ich. Rusty Purple Block. Rusty Metal Plates, Burn Metal Column. Sowas hier vielleicht. Wie würde sowas aussehen? Wenn man das so über eine größere Fläche macht. Sieht das gut aus, Leute? Ich, auf jeden Fall, ich habe eine Idee. Ich mach mal hier so ein paar Blue Wireframing. Wie sieht das aus? Okay, der sieht scheiße aus. Aber ich habe eine Idee. Und ich guck noch mal. Nee. Sieht auch blöd aus. Das geht, aber ich weiß nicht. Wie ist denn das, wenn ich mehrere davon aufstelle? Wie sieht denn das dann aus? Schauen wir mal. Nee, komm, wir lassen mal einen dazwischen. So. Und machen das mal hier. Genau wie da. 6, 3 mal 2. So. Das wäre halt so eine Obsidianwand, ne? Mit einem goldenen Rahmen drumherum. Oder sowas hier. Ich glaube, das ist das hier. So. Und dann zack, 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 zack. Oder sowas hier. Was haben wir noch? Oh. Da wüsste ich genau, was das hier ist. Ach, das ist das Ding. So. Machen wir mal hier drüben. Wir machen mal hier einfach weiter. So. Zack, 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 zack. Okay, das wäre immer nur so.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist das Hässliche. Ich mach mal so wieder auf Standard. Also, das, das, das oder, na, das eigentlich nicht, oder? Nee, das sieht blöd aus, weil die sich nicht verbinden. Sieht das scheiße aus, meiner Meinung nach. So. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr findet, was am besten hier zu diesem blauen Boden passt. Da werden auch ein paar Glowstone-Dinger bemalt mit und so, was davon am besten aussieht. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. So, ich habe jetzt 8 von den Pulsating Iron-Dinger. Daraus muss ich komplett die ganzen Nuggets machen. So, so. So. Ach Quatsch, ich bin ja auch bescheuert. Travel Anchor. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viel kann ich denn davon herstellen? Komm, wir machen mal 10. Ah, okay, 10 kann ich machen. Travel Anchor. Okay, ich brauche Conduit-Binder mal wieder. Ich mach mal so ein Stack. Und dann lassen wir die mal schmelzen. Dann haben wir auch wieder genug. So. 4 Stacks sollten reichen. Dann haben wir erstmal auch für Kabel wieder erstmal genug von den Dingern. So, und dann... Achso. Ernsthaft. So, Travel Anchor. So, damit habe ich auch ganz viele Travel Anchor. Das heißt, ich kann theoretisch hier so einen Block rausnehmen und den hier reinsetzen. So. Und dann konfiguriere ich den und nenne den ME-System. Private. Nur ich kann den benutzen. So, und weil es ME-System ist, nehme ich ME... was nehmen wir denn da? Storage-Komponente. Terminal. Wir nehmen mal so ein Terminal. Weil du kannst den Dingern auch Bilder geben. Das ist ganz praktisch. Dann machst du so. Zack. Legst es hier rein und dann hat das Ding ein Bild. So. Dann gehen wir mal weiter. Dann kann ich nämlich hier die Aufzüge wegmachen. So, hier ist ja noch nichts. So, sieht schon cool aus hier, finde ich. Also, mir gefällt mein Garten, oder? So, die kleine grüne Oase. Ich glaube, ich werde die Decke nur noch eins höher machen. Das ist schon cool. Wir machen das mal hier hin. So. Und wir nehmen dazu... Was nehmen wir denn dafür? Einen Baum? Oder irgendeine Pflanze? Eine Tomate oder sowas wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Strawberries. Candleberry. Weizen. Cucumber. So ein Salatkopf. Komm, wir nehmen einen Salatkopf. Salatkopf sieht cool aus. So, wir nehmen den Salatkopf. Und nennen das Garten. Garten Eden nennen wir das. Einfach, weil wir es können. So, und wenn ich mich jetzt hier raufstelle. Ach nee. Hä? Ah, ich brauche doch noch diesen. Nee. Hä? Warte mal. Wofür ist das hier? Nee. Ist der andere zu weit entfernt? Kann das sein? Ich weiß ja nicht, wie weit weg der ist.
Komm, wir machen einfach mal hier einen hin. Ach so. Ja, okay, der war zu weit entfernt. Deswegen. Hier mache ich einfach mal Fragezeichen. So, und dann mache ich einfach Schwupps. Dann kann ich mich hier so hin und her teleportieren. Garten Eden. Schwupps. Und hier machen wir den auch mittig, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Mittig, ne? Hier so. Machen wir einfach hier hin. Oh. Alter, hier ist schon wieder voll die fette Höhle. Alter, hier geht's zwar runter. Als wenn hier jemand gebuddelt hätte. Habe ich noch Stone dabei? Ja, nicht viel. Ich glaube, ich werde mal die Löcher hier auf Screens stopfen. Obwohl, hier geht's eigentlich, weil hier kein. Nicht spawnt. Wo ist denn das? Hier. So. Und so. Was nehmen wir hier als Bildchen? Biblio. Schräg, schräg, Smell. Smell Tree. Private. Buch wäre nicht schlecht, wa? Nehmen mal Questbook. Nein, wir nehmen mal so ein Buch hier mit. Und dann zack und das Buch. So. Wenn wir jetzt nämlich von Garten Eden aus hochgucken, dann haben wir hier so ein Buch. Cooler Scheiß, ne? Ich weiß. Fetzt voll. Und dann setzen wir hier noch einen hin. Und zwar setzen wir den einfach mal hier hin. Schwupps. Und nennen das Haus. Private. Und dafür nehmen wir das Bett. Können wir eigentlich das Bett nehmen? So, zack. Zack. So. Und dann stellen wir das Bettchen wieder hin. So, und dann kann ich hier nämlich die Dinger weghauen. Das lief ja jetzt nicht wie gewollt. Aua. So, Elevator kann weg, das kann weg, die können auch erstmal weg. Stone. Stone. Cobblestone. Ach komm, ich nehme mal hier. Nein, das da. Das da. Limestone. Nehmen wir mal die ganzen verschiedenen Steinarten mit und hauen die mal hier rein, so. Um zuzumachen. Wie mache ich das am blödesten? Mach ich mal so. Ach Quatsch, ich habe eine bessere Idee. Da habe ich eine viel bessere Idee. Wir machen das so. Ups. Und nehmen das Ding hier. Machen das so. Ich jetzt? Ach doch, da. So. Muss ich mich noch dran gewöhnen, wie ich das hier am besten machen soll. Und dann machen wir so und so. Guckst du? So. Hauen das weg.
hier dicht. So, der kommt weg, denn da kommt so einer hin. Tada! Kann ich die hier nämlich auch wegbauen? Ja, theoretisch kann ich jetzt hier auch zumachen. So. Hä? Warum zeigt er das so komisch an? Durch die Wand durch, oder was? Interessant. Gedacht. So. Theoretisch kann ich jetzt hier nämlich so machen. Zack. Jetzt haben wir einfach auf beiden Seiten eine Sackgasse. Dann machen wir das aber, damit es gut aussieht, machen wir das genauso wie auf der anderen Seite. Machen wir so, zack, 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 zack. Machen wir so, 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 so. Und dann diesen hier. So, dann haben wir das exakt baugleich auf beiden Seiten. Hier ist ja quasi fast dicht. Mir fehlt bloß Stein. Cobblestone. Wie mache ich jetzt mit Cobblestone? Das kann weg. Stone. Mossy Cobblestone. Kann ich aus Stone Bricks eigentlich wieder normalen Cobblestone machen? Cobblestone. Wenn ich jetzt zum Beispiel die... Warte mal, ich probiere es einfach mal. Probieren geht über Studieren, sagt man doch. So, wenn ich die crusher. Was kommt dabei raus? Okay. Das war natürlich fail. Machen wir so. Und dann schauen wir, was passiert, wenn ich hier einen reinschmeiße. Was wird aus dem Cracked Stone Brick? Und dann kommt Stone. Okay. Das heißt, das geht. Okay. Weil ich brauche die ja gar nicht. Ich brauche ja Stone. Cobblestone. Könnte ich eigentlich mal brennen. Da habe ich nämlich auch Stone da drauf. Super. Wieder was gelernt. Und dann hauen wir die dann hier gleich rein. Wie sieht denn so ein Cracked? Oh wow, hässlich. Okay, dann hauen wir die cracked, 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 cracked. Und das sind normale Stones, okay. Was haben wir hier? Glowstone. Painted Glowstone. Factory Block, Factory Block. Conduit Fassade, Factory Block. So, wir räumen mal hier so ein bisschen auf. Das läuft, das funktioniert. So, wie ich sehe, sind wir aber schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Also habt ihr mal gesehen, wie man die Travel Anchors herstellt. Die sind eigentlich relativ einfach herzustellen. Und es lohnt sich auch, meiner Meinung nach. So.
Jetzt mache ich gleich die Dings fertig. Das mache ich aber offscreen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet, dann habt ihr links oben die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Unten gibt's Social Media Kram und rechts seht ihr zwei weitere Videos oder Playlists. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen und Spaß haben. Ansonsten danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und denkt dran, immer schön flauschig bleiben.